Fahrrad mit Mama und Papa. Hat zwei große Ohren und ein paar Schnauzhaar. Leo Lausemaus, Leo Lausemaus. Leo Lausemaus wohnt in einem Mäusehaus. Leo Lausemaus, Leo Lausemaus. Leo Lausemaus kommt zu mir nach Haus. Trägt ihn immer rum. Wer will groß sein und ist gar nicht dumm? Wer kann lustig sein und wer macht gerne Spaß? Hat zwei große Ohren und ne kleine Nas. Leo Lausemaus, Leo Lausemaus. Leo Lausemaus wohnt in einem Mäusehaus. Leo Lausemaus, Leo Lausemaus. Leo Lausemaus will nicht in den Kindergarten. Hallo, da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Wir sind am Stadtrand nahe dem Wald. Hier steht das kleine Mäusehaus, in dem der Mausejunge Leo Lausemaus mit seiner Mama und mit seinem Papa wohnt. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Der kleine Leo ist nämlich schon so groß, dass er in den Kindergarten gehen darf. Ob er sich darauf freut? Schauen wir doch mal in sein Zimmer. Oh. Na, freuen sieht das aber gar nicht aus. Leo Lausemaus hält ängstlich seinen Bären-Teddy fest und geht keinen Schritt. Da kann Leos Mama sich noch so sehr bemühen. Nun komm, Leo. Ich will nicht, Mama. Es gefällt dir ganz bestimmt im Kindergarten. Und sieh mal, was du für eine tolle Kindergartentasche hast. Die habe ich dir extra neu gekauft. Nein, ich bleib hier. Leo, da sind viele Kinder, mit denen du spielen kannst. Aber die kenne ich gar nicht. Die lernst du ganz schnell kennen, bestimmt. Nein, Mama, ich will da nicht hin und Teddy auch nicht. Na schön, dann bleibst du eben hier. Ich mag jetzt nicht streiten. Außerdem habe ich heute jede Menge zu tun. Leos Mama geht in die Küche und stellt ein Bügelbrett auf. Der kleine Leo Lausemaus strahlt zufrieden. Er darf zu Hause bleiben. Brav schaut er seiner Mama zu, wie sie die Wäsche bügelt und freut sich, als sie endlich fertig ist. Nun wird sie sicher mit ihm spielen. So, das ist geschafft. Was spielen wir jetzt, Mama? Spielen? Dazu habe ich keine Zeit, Leo. Ach, bitte, Mama, spiel mit mir. Nein, Leo, ich muss putzen. Spiel mit Teddy. Du sollst aber mit mir spielen. Das wird wohl nichts. Die Mama nimmt einen Wischmopp und einen Eimer Wasser und wischt den Boden. Und der kleine Leo Lausemaus langweilt sich schrecklich. Warum hat die Mama denn bloß keine Zeit für ihn? Leo versteht das nicht. Enttäuscht setzt er sich mit seinem Bären Teddy in die Ecke, verschränkt die kleinen Pfoten vor dem Bauch und schmollt. Eine ganze Weile. Dann ist der Boden sauber und die Mama könnte mit Leo spielen, denkt Leo. Aber da klingelt das Telefon. Die Mama geht ins Wohnzimmer, Leo trottet hinterher. Hallo? Ach, Nelly, schön, dass du anrufst. Wie geht es dir? Ich habe ja lange nichts von dir gehört. Mama, komm, spielen. Später, Leo. Du siehst doch, dass ich telefoniere. Was gibt's Neues, Nelly? Erzähl mir alles. Na, das kann dauern, denn Leos Mama setzt sich auf einen Hocker neben das Telefon und hört aufmerksam zu. Tante Nelly hat immer viel zu erzählen. Ich fühle richtig, wie enttäuscht der kleine Leo Lausemaus ist. Er will doch mit seiner Mama spielen. Immer wieder zupft er an ihrem Rock. Aber seine Mama telefoniert einfach weiter und weiter und weiter. Endlich legt sie auf. Das wurde aber auch Zeit. Ob sie jetzt mit Leo spielen wird? Jetzt aber schnell. Ich habe viel zu lange telefoniert. Ich muss noch einkaufen. Komm, Leo. Ich will aber lieber mit dir spielen. Auf dem Markt gefällt es dir doch auch, Leo. Das stimmt. Und es ist natürlich besser, zum Markt zu gehen, als sich zu Hause zu langweilen. Auf dem Markt gibt es immer viel zu sehen. Die vielen bunten Marktstände mit all den tollen Sachen. Vielleicht kauft die Mama Leo auch etwas Schönes. Also geht Leo brav mit, seinen Bären Teddy im Arm. Als sie auf dem Markt ankommen, trifft die Mama ihre beste Freundin. Oh, hallo, wie geht's? Danke, gut. Stell dir vor, Nelly hat vorhin angerufen. Weißt du schon das Neueste? Nein, erzähl. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Die Mama und ihre Freundin reden und reden.
Leo findet es furchtbar langweilig, denn es dauert und dauert. Plötzlich entdeckt Leo Lausemaus den Kindergarten, der gleich am Markt ist. Vielleicht ist es da interessanter. Mit Teddy geht er zum Kindergarten und schaut vorsichtig durch ein Fenster. Komm, Teddy, wir gucken mal, was die da machen. Oh, so viele Kinder. Schau nur, Teddy. Die malen und spielen. Oh, die vielen Spielsachen. Siehst du, Teddy? Wollen wir Verstecken spielen? Oh ja! Die spielen Verstecken. Hörst du das, Teddy? Leo, wo bist du? Wir müssen nach Hause. Ich komme schon, Mama. Leo Lausemaus läuft schnell zurück zu seiner Mama. Ich glaube, er hat sich gerade etwas überlegt. Auf dem Heimweg sagt er noch nichts. Auch nicht beim Abendessen. Habe ich mich vielleicht geirrt? Aber nein. Als es Zeit zum Schlafen ist und Leo Lausemaus in seinem kuscheligen Bettchen liegt und die Mama ihn gerade zudeckt, da sagt er endlich, was er sich überlegt hat. Mama, jetzt schlafe ich noch einmal und dann bin ich richtig groß. Und morgen gehen Teddy und ich in den Kindergarten. Gut, Leo. Du wirst sehen, da sind viele Kinder, mit denen du spielen kannst. Ich weiß, Mama. Die lerne ich morgen alle kennen. Genau. Da hast du bestimmt viel Spaß. Und es ist dir nicht mehr langweilig. Ich freue mich schon, Mama. Ich freue mich auch, dass du schon so groß bist. Und nun träum was Schönes. Gute Nacht, du kleine Lausemaus. Zufrieden schläft Leo ein. Sicher träumt er vom Kindergarten. Am nächsten Morgen wacht er schon sehr früh auf und kann es kaum erwarten, mit der Mama loszugehen. Aber erst einmal wird gefrühstückt. Dann bringt die Mama Leo und Teddy endlich in den Kindergarten. Und dort wird er gleich von den Kindern begrüßt. Hallo, schön, dass du da bist. Komm, wir zeigen dir unseren Kindergarten. Wie heißt du denn? Leo, und du? Friederike, aber alle nennen mich Fipsi. Willst du mal unsere Spielsachen sehen? Oh ja. Tschüss, Leo. Viel Spaß. Tschüss, Mama. Komm mit, Leo. Die Spielsachen sind da drüben in den großen Kisten. Ja, ich will alles sehen. Auch die Bücher und die Malfarben. So geht es fröhlich weiter. Leo Lausemaus hat es gar nichts ausgemacht, dass seine Mama weggegangen ist. Jetzt schaut er sich begeistert die vielen tollen Spielsachen an. Er ist noch längst nicht fertig damit, als die Kindergärtnerin alle Kinder zusammenruft und ein lustiges Lied mit ihnen singt. Danach dürfen alle malen. Die Wachsmalstifte gibt es ja in allen Farben, da fällt es gar nicht leicht, sich zu entscheiden. Leo hat sein Bild gerade fertig, da geht es schon raus auf den Spielplatz. Toll, hier steht eine Schaukel, eine Wippe. Ach, wie Leo Lausemaus zusammen mit seinem Bären Teddy die Rutsche runtersaust. Juhu, komm Teddy, gleich nochmal. Wollen wir Fangen spielen? Oh ja, ich komme. Ich spiele auch mit. Ich auch. Leo darf anfangen. Ja, du bist dran, Leo. Du kriegst mich nicht. Und ich krieg dich doch. Ich hab dich, du bist dran. Zeit zum Mittagessen. Kommt herein. Plötzlich merkt Leo, dass er einen Riesenhunger hat. Klar, herumtoben macht hungrig. Und durstig. Alle gehen hinein und Leo Lausemaus ist sehr gespannt, was seine Mama ihm in die neue Kindergartentasche gepackt hat. Ah, ein Käsebrot. Und einen Orangensaft. Wie lecker. Das findet Leo Lausemaus auch. Er trinkt einen großen Schluck Saft und beißt in das Brot. Lecker. Was ist da drauf? Käse, mein Lieblingskäse. Was hast du drauf, Hugo? Tomate, die mag ich am liebsten. Na, da haben ja wohl die Mütter das Richtige eingepackt. Leo Lausemaus isst sein Brot ganz auf und trinkt den Saft bis auf den letzten Tropfen. Aber was ist jetzt los? Plötzlich ist Leo Lausemaus ganz müde, ihm fallen fast die Augen zu. Zum Glück sehe ich dicke Matten auf dem Boden, extra für einen Mittagsschlaf. Wie die anderen Kinder kuschelt Leo sich in eine weiche Decke und schläft sofort ein. Und Teddy schläft auch. Nach so einem Schläfchen sind alle wieder putzmunter und gut gelaunt. Leo Lausemaus läuft als erster auf den Spielplatz. Was machst du da, Leo? Ich baue eine Sandburg. Toll, ich helfe dir. Ich will auch mithelfen. Ich grabe einen Burggraben. Den muss eine richtige Burg haben. Oh ja, mach einen ganz tiefen, Hugo. Ich hol Wasser. Das wird eine tolle Sandburg. Mit einem richtigen Burggraben. Und Leo Lausemaus baut sogar noch eine Brücke aus kleinen Stöckchen. Jetzt fehlt nur noch der Sandkuchen für das große Burgfest. Na, das ist bestimmt kein Problem.
Hier gibt es ja so viele Förmchen und reichlich Sand. Oh, da kommen Leos Eltern. Ist der erste Kindergartentag schon zu Ende? Hallo, Leo. Komm, wir gehen nach Hause. Ach, Papa, jetzt schon? Magst du denn nicht nach Hause, Leo? Doch, Mama, aber es ist hier so schön. Ja? Was hast du denn so gemacht den ganzen Tag? Gespielt und gesungen und gemalt. Ich habe für dich ein rotes Feuerwehrauto gemalt. Schau mal, Papa. Toll, du Lausemaus. Dann haben wir draußen gespielt und dann gegessen und sogar ein bisschen geschlafen. Und dann haben wir eine Sandburg gebaut. Guck mal. Na, die ist ja großartig. Die Burg ist wirklich schön, Leo. Und meine neuen Freunde sind toll. Na, siehst du, ich habe es dir doch gesagt, dass du ganz schnell neue Freunde finden wirst. Was für ein Tag für den kleinen Leo Lausemaus. So viel Neues hat er erlebt. Er strahlt richtig und ist glücklich. Die Mama und der Papa sind stolz auf ihren großen Leo. Schöner kann es wirklich nicht sein. Der Papa nimmt Leo auf seinen Arm und flüstert ihm etwas ins Ohr. Nun hast du wohl keine Angst mehr, du Lausemaus, hm? Nein, Papa. Jetzt bin ich ja schon so groß. Richtig. Ab heute bist du eine ganz große Lausemaus. Ja, und morgen gehe ich wieder in den Kindergarten. Und hast wieder so viel Spaß. Und Leo, das Beste ist, du kannst von nun an jeden Tag hingehen. Ich muss sogar hin, Mama. Morgen feiern meine Freunde und ich das große Burgfest mit Sandkuchen. Mm. Da darf ich doch nicht fehlen. Ja, das wird bestimmt klasse. Klar, Papa. Leo Lausemaus gibt seinem Papa einen dicken Kuss und Leos Papa strahlt. Ich glaube beinahe, der Papa würde am liebsten selbst mitspielen. Das geht natürlich nicht, denn er muss ja leider arbeiten und außerdem ist der Kindergarten eben nur für Kinder da. Sehnsüchtig wirft der Papa noch einen Blick auf Leos schöne Sandburg, bevor alle nach Hause gehen, in das kleine Mäusehaus am Rande der Stadt, wo wir Leo Lausemaus bestimmt bald wieder besuchen werden. Also tschüss dann, bis bald.